dass ich auf den Berg muss, habe ich ja gewusst. Aber dass es gerade der höchste muss, hat man niemand gesagt. Aber für einen guten Zweck springe ich auch mal über meinen eigenen Schatten. Also der Kick, als zu diesem Tunnel rausgekommen ist, habe ich mich schon ein bisschen gefragt. Ich meine, er hat Turnhose und Turnschuhe an. Ich bin der Kiko. Ich bin der Can Simon. Und wie sich's für einen richtigen Schweizer gehört, lerne ich heute, wie man Snowboard fährt. Und ich bringe es ihm bei. Und indem ihr das Video schaut, unterstützt ihr ganz nebenbei noch die Schweizer Krebsliga. Oh, so geht's. Hey, du siehst gut aus. Ja, hätte ich noch Rivella-Flasche dabei, keine Nöpfel und zwei Landjäger, dann wäre ich als richtiger Schweizer durchgegangen. Grüezi miteinander, willkommen auf dem Jungfrau Jach. So ein bisschen fühle ich mich. Was soll ich machen? Das ist dein Snowboard. Lass es einmal heben. Stabil, Bro. Was heisst das? Ortin? Genau, nicht ganz. Ja, weißt du, ist das so Ballerina-Zeug? Nein, ich heb dich mal ein bisschen, dass wir wirklich mal auch da Turns fahren können. Trüll dich, trüll dich, trüll dich, trüll dich, trüll dich. Ich glaube, ihm gefällt mein Fahrstil, so unbekümmert und so. Also, Talent ist da. Ja, komm, hey, Kiko! Nein, 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 Kiko! Mei! Ah, fast! Aufstehen! Ich hasse es. Ah, oh, mach mich hässig. Ich habe Schnee an Stellen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich die Stellen habe. Ich meine, da hat es einen Lift, der uns aufbringt. Gletscher, im Gletscher gefahren. Warum kommt niemand zu Gletscher fahren? Die Kondition von ihm hat einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, er war wirklich komplett immer außer Atem. Läutet der Regen oder so an. Hör auf, laufe ich nicht mehr. Kiko, gut gemacht, okay. Ich sehe, du bist müde, du bist hungrig. Oh, dann lange es für heute, Bro. Ja, ja. Komm, Brett am Boden, wir gehen mal etwas essen. Ja, ich habe nicht mal gewusst, ob ich die Gabel noch heben kann. Nach dem Essen gehen wir noch mal raus. Komm jetzt, du bist noch nicht fertig. Ab geht's in die zweite Runde. Bro, zweite Runde, zweite Halbzeit, habe ich gemeint, gibt's nur im Fußball, hey. Ich will dich ja sehen, 45 Minuten Säckle da oben für die zweite Halbzeit. Ja, kommt drauf an, ich will dich mal sehen auf dem... Scheiße, gutes Argument, ich habe nicht mal ein Gegenargument, du hast recht. Da ist unsere Rampe. So hast du eine Olympiamedaille geholt. Wenn das der Schwimmunterricht gewesen wäre, hätte er noch nicht einmal Zehpferdli. Mach dich parat, Can. Yes, Kiko! Hast du gesehen, hä? Nach dem Sprung bin ich anders ready für die Talabfahrt. Ich würde es nicht wieder machen, aber weil es eine gute Sache ist, habe ich es gern gemacht. Außer für gute Sachen, dann würde ich es vielleicht wieder machen.